So, hallo ihr Lieben. Ich melde mich mal zurück und zwar mal mit was ganz anderem mal wieder. Es war schon länger nicht mehr so. Ich war gestern tatsächlich mal bei Action einkaufen. Bei uns in Kulmbach kannst du mit Click and Meet und einem Negativtest, beziehungsweise ich bin ja Genesener, also Nachweis, dass du genesen bist, kannst du eine halbe Stunde einkaufen. Also musst du ja Click and Meet deinen Termin buchen und kannst dann eine halbe Stunde einkaufen gehen. Und das habe ich gestern mal mit meiner Schwester gemacht. Wir waren, also ne, halbe Stunde klappt dann immer, ist dann irgendwie, ich weiß nicht, also du bummelst dann halt nicht, ne? Für jemanden, der vielleicht einen Action direkt neben der Haustür hat, der kann ja dann doch öfter mal vorbeischauen. Wir bummeln eigentlich immer so ein bisschen im Action, weil wir halt jedes Regal und jeden Gang irgendwie versuchen, uns immer genau anzuschauen, weil es ja trotzdem mal auch unterschiedliche Sachen geben könnte, die halt fürs Basteln auch herzunehmen sind. Hat gestern dann halt nicht so ganz geklappt, deswegen ist es nur eine kleine Tüte voll. Aber das hier habe ich schon mal rausgelegt, was das Größte ist, ist zum Beispiel sowas, was halt als eigentlich nicht so in der Bastelabteilung ist, ich aber auf jeden Fall fürs Basteln nehmen möchte. Und zwar ist das hier so eine Grillmatte, Grillmat, Nonstick, also anti-Haft beschichtet quasi. Die ist auch so, ja, so plasteartig. Ich habe keine Ahnung, wie groß das Ding ist. Ich schätze jetzt mal so 30, 35 mal 55 oder so, irgendwas steht's hier. Also wer lesen kann, der weiß es dann. 36 mal 42 Zentimeter, recht groß. Und ich möchte die verwenden fürs Basteln eben. Also entweder als Schablone, ne, zum Schablonieren oder ach, irgendwas wird damit schon gemacht. Preise blende ich euch wieder ein. Müsste jetzt der erste schon eingeblendet gewesen sein. Weil ich zwar den Kassenzettel hier liegen habe, aber ich das immer im Video ein bisschen blöd finde, wenn man da dann jetzt erst eine halbe Stunde Preise sucht. Also Grillmatte habe ich mir eine mitgenommen. Dann vielleicht erstmal zu den Nicht-Bastelsachen oder ich habe die Tasche hier unten wieder am Boden stehen. Ne? Also hier, Tasche steht am Boden und nimmt immer so ein bisschen raus. Ich versuche dann so das Geraschel oder wenn ich mal was suchen sollte, ein bisschen rauszuschneiden, kriegen wir jetzt schon. Ich habe meine Hose mal mitgenommen, weil du kannst ja sonst nirgends einkaufen momentan. Und ich muss echt sagen, dass mir die Klamotten von Action eigentlich immer von den Größenverhältnissen, von den Angaben der Größen ganz gut passen. Die wird jetzt ein bisschen groß sein, 44 bis 46, aber 42, 44 gibt es da irgendwie nicht. Also so meine Größe gibt es da irgendwie nicht. Aber lieber ein bisschen weiter als zu eng. Das ist hier so eine Hose, so eine khakifarbene, grüne, grün-khakifarbene Hose. Werden wir mal ausprobieren. Preise, wie schon gesagt, eingeblendet. Die habe ich mir mitgenommen. Und dann hier so ein Top noch mitgenommen. Ich dachte, ich hätte auch noch ein T-Shirt irgendwo. Wartet mal. Genau, ne? Hier einfach so ein bisschen längeres T-Shirt und auch die ein bisschen größer gekauft, weil ich das eher nicht so mag, wenn das dann so an dir dran klebt. Versteht ihr, was ich meine? Also ein normales Top, also so ein Tanktop und ein normales T-Shirt. Probieren wir mal an und aus. Also nicht miteinander, aber ne, probieren wir mal. Wie schon gesagt, also ich habe mir schon so einen Einteiler, so einen Jumpsuit, also einen leichteren letztes Jahr gekauft. Also ich finde wirklich die Produkte, also die Textilien bei Action eigentlich wirklich ganz gut. So, dann hier auch noch was, was nicht unbedingt in den Bastelbereich fällt. Das sind hier so Täschchen, so Reißverschlusstäschchen aus Jute. Kosmetikbags, genau, die sind in der Kosmetikabteilung und das sind halt hier einfach zwei so Taschen. Die haben einen großen Stehboden auch noch hier unten, ne? Also die kannst du auch noch ordentlich auffalten hier, ne? Also dann passt da auch ordentlich was rein. Entweder es kommt auf den Basteltisch, dass man da irgendwie so kleine Teile, die sonst immer nur rumflacken, drin aufbewahren kann oder mal gucken, was daraus wird. Aber ich fand sie ganz cool, waren jetzt nicht unglaublich teuer, deswegen durften die mit. Dann habe ich mir die beiden wieder mitgenommen. Das sind einfach meine allerliebsten Lieblingsreiniger. Erstens riechen sie super und sie machen wirklich genau das, für was sie erfunden wurden. Die machen einfach wirklich sauber. Also die sind echt super. Die kosten 1,28 Euro, das weiß ich. Den grünen Küchenreiniger nehme ich. Ich nehme die eigentlich, also ne, ich nehme den jetzt nicht nur für die Küche, also wo halt ne, gerade gesprutzt werden muss. Da wird er eingesetzt. Was ich wirklich sagen muss, ist, ihr könnt es als Konzentrat verwenden. Also wenn ihr so eine leere Sprühflasche habt, dann füllt euch die zur Hälfte, also ne, das hier jetzt zur Hälfte in die andere Flasche ein, gießt es mit Wasser auf, reicht völlig von der Wirkung. Diese ganzen Reiniger und auch bei Shampoo oder so funktioniert das übrigens. Ne? Also das ist alles so hoch konzentriert, dass man das also durchaus nochmal mit Wasser aufgießen kann oder mit Wasser verdünnen kann.
Kitchen Cleaner und Allzweckreiniger eben hier. Dürfen wir immer mit. Stelle ich mal hier oben hin. Dann habe ich hier noch ein bisschen was aus der Nahrungsmittelabteilung mitgenommen. Einmal hier Cranberries und Rosinen. Hier haben wir so einen Cracker-Mix. Das ist so, ne, da ist nochmal so Reis-Cracker um Peanuts, wie heißen Peanuts? Erdnüsse rum. Die knuspert das Männchen ganz gerne. Die habe ich noch mitgenommen. Und hier einfach mal ganz normale Walnüsse. Die waren ein bisschen teurer. Da hatten sie auch noch ein größeres Päckchen. Aber Nüsse sind ja allgemein ein bisschen teurer. Oder so Walnüsse, Pekannüsse sind eh ein bisschen teurer. Auch die hier sind echt ganz lecker. Kann man sich gut mal ins Müsli mit einrühren oder zum Backen mit verwenden. Also sind echt dufte. Mag ich auch alles sehr gerne. Dann musste ich natürlich für Miets und Muff was mitbringen. Die darf ich natürlich immer nicht vergessen. Das sind hier diese Crunchies. Ich weiß auch nicht, wo es diese Crunchies sonst gibt. Und ich habe die wirklich in der Größe. Also es sind nur so ganz, ganz kleine, ne? Ich habe die noch nirgends anders gefunden. Und wenn irgendein Futter mal nicht so gut schmeckt, irgend so ein Nassfutter nicht so gut schmeckt, die Dinger drüber geklatscht, lecker. Passt. Ich habe ihnen unter anderem noch zwei neue kleine Körbchen mitgebracht. Also so Katzenkörbchen. Die sind aber unten schon, die sind schon in Benutzung. Die zeige ich euch mal in irgendeinem Blog oder so, würde ich sagen. Zeige ich euch die mal. Dann habe ich hier noch von der gleichen Firma, sehe ich gerade, wie diese Matte hier ist, habe ich hier noch so eine Barbecue-Soße mitgenommen. Mag ich ganz gerne mal. Ich mag da auch gerne meine Rippchen damit marinieren. Zeige ich euch vielleicht auch mal in irgendeinem Vlog, wie wir das miteinander machen. Und ich glaube, jetzt geht es schon so ein bisschen in die Bastelrichtung. Ich denke, jetzt sind wir schon mit dem Non-Bastelzeug hier durch. Vielleicht räume ich das mal so ein bisschen zur Seite. Zum einen habe ich mir hier dieses Art Journal mitgenommen. Das ist einfach nur so ein Büchlein. Aber die Seiten sind relativ dick, ne? Also die hier drin sind. Also es ist ein Blankopapier. Auf der einen Seite sind sie so leicht genarbt. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen erkennen kann, ne? Also die sind so auf der einen Seite glatt und diese Struktur, die man hier sieht, das nennt man Narbung. Also auch wenn es gibt ja unterschiedliche Klarsichtfolien zum Beispiel, also so Prospekthüllen. Es gibt welche, die sind ganz glatt und es gibt welche, die haben eben so eine, also so eine Struktur. Das ist eine Narbung, also ne, genarbt nennt man das. Ja, und das habe ich mir mal mitgenommen. Mal gucken, was wir da drin Schönes machen. Hier vorne ist noch eine Tasche mit drin, also wo man sich noch ein bisschen was einstecken kann. Ist hier eingebunden, nicht ganz gerade, stresst mich ein bisschen, aber das kriegen wir schon. Mal gucken, was wir da Kreatives alles drin miteinander machen können. Dann habe ich mir tatsächlich genau zwei Stempel mitgenommen. Also keine Stanzen, nur Stempel. Liegt aber einfach auch daran, dass wir nur eine halbe Stunde Zeit hatten. Das war ein bisschen störend, sonst hätte ich da ein bisschen noch gruschen und kramern können. Einmal habe ich dieses Stempelset hier mitgenommen. Das sind einfach nur so Ranken und Bordüren eben drauf, würde ich mal sagen. Also so nenne ich es jetzt mal. Das hier. Und über das habe ich mich richtig, richtig, richtig gefreut. Das sind nämlich alles so Post, also so Briefmarken, Poststempel. Also würde ich jetzt mal dazu sagen. Und halt so ein bisschen Rahmen. Also ne, das hier haben wir ja immer so ein bisschen auf Briefmarken drauf. Auch das hier unten erinnert mich so ein bisschen an Briefmarken. Finde ich ganz cool. Und vor allem ist es so ein bisschen Vintage. Also es ist nicht ganz klar, hier sind nämlich auch mal so ein paar Punkte in dem Motiv selber drin. Finde ich ganz cool. Fand ich echt mal ganz praktisch. Dann habe ich mir wieder Tütchen mitgenommen. Tütchen nehme ich ja auch gerne mit. Ich glaube, da kosten 10 Stück 39 Cent oder so. Die waren anscheinend schon mal offen. Macht aber nichts. Nur diese zwei Designs habe ich mitgenommen. Einmal diese wunderschönen bunten Luftballons und diese schwarz-bunten, die hatte ich schon mal. Da packe ich ja gerne meine Wundertüten drin ein, weil dann halt einfach alles zusammen ist. Halten sehr schön. Und die habe ich nochmal mitgenommen. Das sind Papiertüten. Die habe ich auch das erste Mal gesehen. Da kannst du hier, also da ist hier so ein transparentes Sichtfenster drin. Und auf der anderen Seite sind sie eben hier so bunt mit weißen Pünktchen. Jo, Tütchen habe ich mir mitgenommen. Dann habe ich mir ein Päckchen Servietten mitgenommen. Die hier sind es geworden. Mit so Blättern und ja, was weiß ich, was das alles sein soll. Blättern, sollen das Federn sein? Weiß ich jetzt nicht. Kann auch Blatt sein. Blattfeder-Dingens-Gedöns in Schwarz-Weiß und Gold. Sehr geile Kombination für mich. Und ich glaube, dass wir die für ein in der Zukunft, nahen Zukunft anstehendes Projekt auch gut verwenden können. Die habe ich mir mitgenommen. Dann habe ich mir hier so XXL Spielkarten mitgenommen. Playing Cards XL.
Wollte ich einfach haben, kann man, glaube ich, tolle Texte draus machen, wenn man so in gewissen Genres arbeitet oder dann eben auch so diese Playing Cards, ne, die ja jetzt oder die ja viele machen. Das ist dann einfach mal eine richtig schöne Größe. Das habe ich eben nicht. Also so die Standardgröße, ne, haben wir alle. Und dann habe ich ja auch hier so Minis, so ganz, ganz kleine, aber so die große hatte ich noch nicht. Die habe ich mir noch mitgenommen. Dann habe ich mir hier diese Blending-Tools mal mitgenommen, drei Stück. Die haben 1,55 gekostet, das weiß ich noch. Das sind drei verschiedene Arten an. Die sind ganz schön staubig. Die waren wohl schon lange in dem Regal drin gelegen. Genau, also hier so Blending-Tools. Da ist unten ein, also hier an dem Tool unten dran ist ein, wie heißt denn das? Klettverschluss. Und dann haben diese Sponges, also diese Schwämmchen wohl auch überall so einen Klettverschluss drauf. Ich habe jetzt, also es wären ja genug dabei, ne? Also genug Schwämmchen dabei. Aber ich habe jetzt trotzdem mal drei Stück mitgenommen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit zwei verschiedenen Farben rumhantiere, möchte ich nicht immer die Schwämmchen während des Arbeitens tauschen möchten. Deswegen habe ich mir die drei eben mal mitgenommen. Das darf mein Chef nicht sehen. Das sind Permanentmarker in verschiedenen Farben. Da schimpft er wieder. Das könnten wir alles auch in der Arbeit bestellen. Ist richtig, aber die waren wirklich nicht teuer gewesen. Und da probieren wir das mal aus. 4 mm ist ganz okay. Also wenn man sich ordentlich anstellt, funktioniert das. Probieren wir mal miteinander aus, ob die wirklich was taugen. Ist halt keine Marke, ne? Also ist halt kein Edding oder kein Faber-Castell oder sonst irgendwas. Aber halt mal 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 verschiedene Farben ist ja schon mal was. Dann habe ich mir noch ein Gesso mitgenommen. Meins ist schon relativ leer und auf Halde habe ich mir das eben nochmal mitgenommen. Ich habe eigentlich mal gedacht, dass Action die auch in Schwarz hat, aber ich habe es nicht gefunden. Also ich dachte auch, dass die schwarzes Gesso haben, aber ich habe nur das Weiße gefunden. Von dem her habe ich nur das Weiße auch mitgenommen. Dann habe ich für meine Arbeitskollegin hier zweimal Lack mitgenommen, transparenten Lack mitgenommen. Einmal in Matt und einmal in High Gloss. Die macht zurzeit ein bisschen Pour Painting oder also versucht sich so in Pour Painting mal. Und hat sie gesagt: Hey, wenn du Leinwände, die sind aber noch im Auto. Also zwei große Leinwände habe ich ihr noch mitgenommen. Und hier so Sprühlack findest, dann bring mir da mal was mit. Habe ich dann gemacht. Na, zweimal hier Sprühlack, den stelle ich aber jetzt mal hier hin. Genau. Dann habe ich mir meine Pinsel wieder mitgenommen, dieses Fünfer-Set, die mag ich eigentlich ganz gerne. Ich glaube, die kosten 72 Cent oder so und haben eben einfach unterschiedliche Größen mal. Die habe ich mir mitgenommen und das Ding hier habe ich mir mal mitgenommen. Das ist in der Kinderabteilung. Ich wollte eigentlich diese Sponges haben, also diese drei Teile und die Pinsel sind halt dann noch dazu. Ja, die werden jetzt sicherlich nicht von allerbester Qualität sein und wahrscheinlich auch das ist jetzt nicht von allerbester Qualität, aber ich glaube, das hat 89, 99 Cent gekostet. Von dem her habe ich es mir jetzt einfach mal mitgenommen, weil ich eben diese Schwämmchen haben wollte. Und jetzt sind wir auch schon fast am Ende. Ich habe noch einmal hier so Elastikborte, nicht Elastik, so Gummiborte mitgenommen in Weiß. Ein bisschen breiter, 2 mal 4 Meter, also 8 Meter. Auch da habe ich euch den Preis eingeblendet. Keine Ahnung, was die gekostet haben. Das war die letzte tatsächlich. Die lag auch, glaube ich, irgendwo an einem anderen Regal so rum. Und hier habe ich noch zweimal selbstklebende Borte mitgenommen. Einmal hier so eine ganz schmale in so ja, Beige-Ton. Und hier haben wir weiße und beige eben nochmal. So, und dann sind wir jetzt auch schon am Ende. Guckt mal, ich habe hier nur noch mal Fläschchen mitgenommen. Das sind so kleine Glasfläschchen mit Korken in verschiedenen Ausführungen. Da habe ich jeweils zwei Päckchen mitgenommen. Einmal so ganz große, dann hier so ganz schmale, lange und hier so die ganz normale Standardgröße, sage ich jetzt mal, für größere. Also gibt es auch noch in viel, viel kleiner. Habe ich auch noch unten in viel, viel kleiner. Aber die habe ich mir noch mitgenommen. Jeweils, also hier sind immer vier Stück drin und bei den anderen immer 2, 4, 6, 8. Genau. Ja. Das war's schon, Leute. DW, das war schon. Ich bin ganz froh, dass ich so mich ein bisschen zurückgehalten habe. Aber es war trotzdem mal wieder schön, was einzukaufen oder no, mal wieder durch den Action zu schlendern. Ich brauche momentan auch so viel nicht oder also ich habe auch kein Papier gekauft. Ich bin so stolz auf mich. Ich hatte so ein schwarz-weißes Kit hatte ich in der Hand, aber ich bin ja momentan eher so auf der Schiene, mach dir dein Papier selber und mach alles irgendwie ein bisschen chunky. Von dem her habe ich gedacht,
kaufe ich mir jetzt mal kein neues Papier. Ich habe mir in der Arbeit noch was mitbestellt. Ich weiß nicht, ob das noch jemanden interessiert. Ich habe mir hier so ein langes Lineal, also ein 30 cm Lineal mitgenommen, so ein, also bestellt, ne, in der Arbeit. Nicht mitgenommen, habe es auch schon bezahlt. Das ist hier so ein flexibles, relativ dünnes Lineal, weil man daran besser reißen kann. Also ne, an so einem Metalllineal kann man einfach schön gerade abreißen. Den hier, dann habe ich mir mal einen Tippex-Stift mitgenommen, zum weiße Akzente machen. Genauso wie ich mir hier Deckweiß noch mitgenommen habe, auch für weiße Akzente. Weil da in der nächsten Zeit wohl ein Projekt kommt, da werde ich das dafür brauchen. Hi Leute! That's it. Das war's schon. Das war mein kleiner, feiner Action-Haul. Ich habe mich echt gefreut, mal wieder unter Leute zu sein, beziehungsweise unter Leute. Wir waren zu dritt dann in dem Laden, weil anscheinend hat zu unserer Zeit keiner gebucht oder keiner Zeiten gebucht. Aber das macht ja nichts. Halbe Stunde hattest du Zeit. Von dem her ist es ein bisschen Schmalhans-Küchenmeister. Aber für mich völlig ausreichend momentan. Die Katzenkörbchen zeige ich euch dann, wie schon gesagt, in irgendeinem Blog mal. Da kommen wir bestimmt dazu. Ja, mehr habe ich nicht. Ja, das war's schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt alle schön gesund. Passt auf euch auf und wir sehen uns beim nächsten Video. Kopf hoch und Füße auf den Boden. Bis bald.